Willkommen zu einem weiteren PSA Center Video. Leute, diesmal ein bisschen früher. Das liegt daran, PSA wird wahrscheinlich die Preise ändern. Wahrscheinlich nach oben, was auch sonst. Und deswegen muss alles, was jetzt hier im Februar bis jetzt angekommen ist, as soon as possible Richtung PSA, damit das noch unter den alten Preisen fällt und ihr jetzt irgendwie nicht noch zusätzlich draufzahlen müsstet. Also. Das ist jetzt ein, naja, wie nennt man das? Ein Cent auf die Hälfte zumindest, was diesen Monat angekommen wäre. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir diesen Monat vielleicht die 15.000 gebrochen hätten. Aber leider nein. Eine letzte Woche, wo eigentlich die meisten Leute einsenden, tja, die fällt jetzt eigentlich weg. Dafür wird vielleicht das nächste Cent auf dann umso krasser. Also, wie immer. Gehen wir direkt zum ersten Einsender. Wir haben hier 85 Karten, Sportkarten. Rookinator. Folgt gerne Rookinator auf Insta. Guter Freund von mir. Liebe Grüße gehen raus. Und ja, was sendest du uns ein? Kubala. Nochmal Kubala. Das ist ja 1953. Das ist so sein Rookie von Turmo, das sind spanische Caramelos. Das sind ja, so Süßigkeiten. Eine Caramelos-Fabrik, in den 53er in Spanien hergestellt worden. Super cool. Wir haben hier Menge Prisms. Camavinga. Ich feiere diesen Tingeltangel-Bob. So coole Haare. Und Sunny. Sunny Rookie. Beziehungsweise Sunny Rookie Sticker. Dann sehr vielversprechend Matthew Hoppe. Oh, ja, ich habe mir jetzt irgendwie beides ausgesprochen, Deutsch und Englisch. Dann Camavinga wieder. Ist auf jeden Fall großer Camavinga-Fan. Der liebe Rookinator. Dann haben wir hier ja, noch die Salzburg Rookies und Florian Wirtz. In der deutschen Version gibt es auch in der englischen. Sehr schön. Sehr teuer mittlerweile geworden. Danke dir fürs Einsenden. So. Machen wir weiter. Henrik, 34 Karten. Sehr, sehr schöne Yugi-Karten, sendest du uns hier ein. Gefällt mir sehr. Der ist hier. First Edition auch noch. Tja, LOB, das Base Set des Yugis. Der hier ist Unlimited. Noch eine LOB. Deutschen sind die übrigens echt hardcore. Selten in guten Zuständen zu finden. LOB First Edition. Blind Charizard. Sehr schöne Karten. Accent Mew. Shining. Danke dir. Zwei Karten sendet uns Jan an. Zwei Mashomais, Geowulf. Tja, das ist eine unscheinbare Karte erstmal. Aber PSA 10, 10 bis 15k. Also viel Glück. Robert, 13 Karten. Ein Glurak. Gut bespielt. Wir hoffen mal, das kriegt ein Grade. Sowas hier, na, kann auch sein, dass es gar nicht bekommt. Bisaflor. Sehr schönes Will. Schöne Karten. Danke dir fürs Einsenden. Stefan, zwei Karten. Mashomai und Glurak, auch unlimitiert. Dann kommt Max. Tja, das dicke Pikachu, das ist so cool. Das geht auch richtig teuer mittlerweile. Amazing Rares, Amazing Rares. Das andere dicke Pikachu. Sehr schöne japanische Promo. Oder was auch immer, so ein Sticker. Knuffenser. VMAX und Exim Mio. Lars, vier Karten. Einmal die Starter in Unlimitiert. Danke dir fürs Einsenden. Leo, achtmal.
Sehr, sehr nice. Panische Nios mit Pichu und Dragonite. So, als nächstes hier. Das war zwei. Das war eins. Boah, sieht ihr mal, wie das glitzert. Das ist Dominik. 85 Grad und sendet Dominik ein. Na, lassen wir den doch da rechts mal glitzern. Wow. So nice sieht er gerade aus. Feier ich so hart. Gebt euch das. Das sind so ein Röntgenbild. Die guten Ghost Rares. Dann die diese vergoldeten Rand. Das sind übrigens keine Kratzer, das ist tatsächlich, die sind so gemacht an den Rändern. Sehr schön, das ist ja richtig viele am Start. Oh, die ist auch nice. So. Auf jeden Fall stehst du auf weiße Drachen. Und nochmal Blue Eyes. So, das war das erste Pack. Der zweite Pack, schauen wir uns da mal ein. Geiler Holo-Effekt. Boah, der hier auch. Also manche Karten, da denkt man so, und dann sieht man einmal im Licht, dann denkt man so, wow. First Edition. Sehr schöne Karte. Ups. Blue Eyes White Dragon. Also wir haben hier jede Menge Blue Eyes. Oh, da ist ein Non-Holo. Okay. Doch echt gestehen, ich kenne nicht jeden. Dragon Blanco de Ojos Azules, das ist auf jeden Fall Spanisch. Lerne ich was Neues dazu. Auf jeden Fall weiße Drachen, die Glurax quasi des Yu-Gi-Oh! In jeden möglichen Varianten. Dann einmal Daniel. Danke dir für neun schöne Sportkarten. Tom Brandy. Das ist so Goat. Russell Williamson. Diese NFL-Karten, die sind so hardcore nice. Ich finde Giannis sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Michael Jordan. Oh, sehr nice. Danke dir fürs Einsenden, Daniel. Weiter geht's. Tom hat die Express mir nochmal extra notiert. Eine Express und hier ein Express Plus. Sehr schön. Tja, ich hoffe, die Karten kommen super schnell zurück. Nochmal Express hatte hier Marco 39 insgesamt eingesendet. Wie immer, die Karten kommen in Semi-Rigids, aber zum Abfüllen mache ich es eigentlich lieber. So wie die einkamen. Filme ich die dann ab, bevor ich die dann am Ende umpacke. Shiny Gyarados, ich denke mal, dass wir das nächste Video einfach mal andersrum, dann werden alle in Semi-Rigids zu sehen sein. Danke. Davis, cooler Name. Charizard, Reverse, Evo und Dark Blastoise. So, ihr Tipps zeigen. Jakob. Marvels. Nice. Hier eine Menge. Hier eine Menge NBA dann so. 96, dann eine 95 Greenback. Sehr schön, dann 96 Kalas Vending. Heieiei, ist das eine geile Karte. Ich kenne die auch. Bin mal gespannt. Ist auch sehr schön. Könnte man sie so frei rubbeln. Selten zu finden, tatsächlich. Amazing Rares Rayquaza. Hübsch. Charizards, Evos, Surfing Pikachu. Zack,
Style. Danke, Jakob, für die tolle Einsendung. Richtig, Karten. Matthias, Bisa, Bisa, Bisa. Machen wir so. Bisa, Bisa. Tutox, Gluax, Gluax First Edition. Boah, zwei Stück. Oh, sehen sogar gut aus. Sehr nice. Sehr schön. Geile Einsendung. Man nicht mehr so häufig die First Edition Rollos. Da geht's mit jeder Menge. Huh, Niklas, was geht, mein Lieber? Danke dir wieder fürs Einsenden und diese. Ich finde die einfach so cool. Die haben voll was für die ganzen. Voll die geilen Holo-Effekte vor allen Dingen. Und so starke Farben. Ich mag das voll. Vegeta, wenn man die Mangas für geguckt. Die ist ja mit so geflogen, ist das Gesicht hier noch. Sehr cool. Mit dem sehr witzig in den Comics. So, Niklas, danke dir fürs Einsenden. Jetzt kommt wieder eine mit zwei Stapeln. Die ist hier noch alle so wie du die eingesendet hast, also zehnfach sicher. Pedro aus Portugal. So, also hier sind wirklich Leute überall aus Europa ein. Und bleibt jetzt natürlich hier alles auf Deutsch. Aber danke dir natürlich. Chimane First Edition, Leute. Also so eine coole Mischung aus allem gefühlt. Eine schöne Karte Fossil. Wow, also das war die erste Hälfte. Zweite Hälfte. Ungefähr alles so der gleiche Teil von den Karten, die du sammelst. Lugia. Der Lugia First Edition PSA 10 ist auch so ein Kracher einfach. Sehr schön. Thank you very much, Pedro. Und liebe Grüße nach Portugal. Bojan. Danke. Sorry fürs Namen falsch aussprechen. Sehr coole Karte. Glurak. Mal wieder Unlimited. Ah, das ist nicht die Arrow-Version. Es gibt auch die 5 von 82 in Non-Holo. Das ist eine seltene Error von Dragonite. Jan. Wieder mit WB Promo. Blackstar Promos, WP Promo. Entei. Neo. Und Zapdos. Kommen wir zu den letzten drei. Meton. Third Place. Und Jancy in Evolin. Benedikt, danke dir für die 10 Karten. Wolfgang, das Sticker ein. Ronaldo und Messi und Ronaldo und. Ich wollte. Glüt. Roberto Baggio, Zidane. Also richtig coole. Also alle so Ultrastars. Finde ich voll cool. Fußball, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wird sich auf jeden Fall auszahlen. Vielen Dank fürs Einsenden. Und Alexander, 41 Karten. Glurak, unlimitiert schon wieder. Okay, wow, schon wieder. Oh, okay. Hey, First Edition. Bisschen played. Viele unlimitierte aktuell. Da. Warte, das ist anders wird man nicht, anders wird man das die ganze Zeit zurückspulen. Sehr schön mit dem White Dot unten rechts. Wow, Michael Jordan auf einmal. Coole Clear Card. Sieht ja mega nice aus. Sehr cool.
Sehr schöne Karten. So, danke dir, Alex, fürs Einsenden. Danke euch fürs Zuschauen, fürs erste Video. Und wie immer, schaltet auch beim nächsten ein.